Hauptredner machen zu unserem Hauptmotto. Der VVS erhöht seine Preise ab dem 1. Januar um 2,8%. In Einzelfällen sogar bis zu 9,5%. Und auch die Deutsche Bahn zieht nach. Und während die Preise steigen, gibt es immer weniger Leistungen für Personal und Fahrgäste. Und damit will ich auch gleich überleiten zu unserem Hauptredner der heutigen Montagsdemo, und zwar an Jörg Munder, Regionssekretär des DGB. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, in gewohnter Weise treffen wir uns hier wieder vor dem Hauptbahnhof, nachdem die Anordnung der Stadt, wie ja Matthias schon lange erklärt hat vorher, vom Verwaltungsgericht verworfen wurde. Und zwar zu Recht. Wie billig ist das denn, angebliche Umsatzeinbrüche des Einzelhandels einem Grundrecht auf Meinungs- und Koalitionsfreiheit gegenüberzustellen? Aber dass man sich überhaupt so weit vorwagt, diese Gleichsetzung von Umsatz und Grundrechte zu denken, das wird heute mein Thema sein. Und ich werde etwas zum kommenden Fahrpreiserhöhung sagen. Und das sieht man auch in diesem Zusammenhang. Wie gesagt, mein Name ist Jörg Munder, ich bin DGB-Regionssekretär, wurde angekündigt auf manchen Webseiten als Generalsekretär, bin mir aber nicht ganz sicher, ob dies eine Ehrung ist in einer Reihe mit den Generalsekretären dieser politischen Landschaft. Andrea Nahles, Hermann Grün, Alexander Dobrindt, den von der FDP habe ich vergessen. So sicher wie jedes Jahr am 24. Dezember Weihnachten kommt, so sicher kommt zwar nicht die Bahn, dafür aber die Fahrpreiserhöhung. In diesem Jahr stiegen die Preise im Nahverkehr, nein, steigen sie jetzt am 15.12. im Nahverkehr um 2,9% und im Fernverkehr um 2,4%. Im Neusprech der Bahn heißt das in ihrer Pressemeldung, kann man also auf der Webseite sehen, DB verzichtet auf pauschale Preiserhöhungen. Die Hälfte aller Fahrten im Fernverkehr bleibt preisstabil. Nun wäre es zu kurz zu sagen, die Bahn braucht höhere Einnahmen, um die Mehrkosten von Stuttgart 21 zu finanzieren. So einfach funktioniert die Welt nicht. Es gibt Verkehrswegepläne, es gibt eine Bundesländerhoheit beim Nahverkehr, um nur mal zwei wesentliche Parameter zu nennen. Aber es gibt auch die berechtigte Frage, wieso denn eigentlich die Preise steigen? Stimmt die Kasse nicht oder wurde zu viel Geld verpulvert? Eigentlich nicht, denn für das gesamte Jahr 2013 rechnet der Konzern mit einem Betriebsgewinn von 2,2 Milliarden Euro. Ursprünglich geplant war ein neues Rekordergebnis von 2,9 Milliarden Euro. Da kam dann unter anderem zum Beispiel das Hochwasser dazwischen, angeblich. Ursprünglich geplant, ja, war die 2,9, und davon geht dann doch immer noch etwas ab. Da die Bahn eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft im alleinigen Besitz des Bundes ist, holt der Staat sich quasi als Rendite seinen Teil. Der Name aus dem Gewinn der Bahn AG beträgt jährlich eine 500 Millionen Euro. Und diese Dividendenvereinbarung beruht auf einer mündlichen Abmachung zwischen dem früheren Bahnchef Hartmut Mehlon und dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück als Teil des Sparpakets der damaligen Bundesregierung. Und so macht man anscheinend mittlerweile eben die Rechnungen. Aber man könnte noch immer sagen, so ist es in der Marktwirtschaft, alles in Bewegung und Preise können steigen. Und selbst aus gewerkschaftlicher Sicht legen wir kein pauschales Veto ein, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass auch Löhne und Gehälter angemessen steigen. So kennt man das ja aus früheren Zeiten. Wenn die Beschäftigten was verdienen, dann können sie auch mehr ausgeben. Dann hat auch die Wirtschaft wieder was davon. Und genau das passiert nicht auf die Fläche gesehen. Seit Jahren sind die Reallöhne gesunken, während die Gewinne explodiert sind. Und da die Inflationsrate bei 1,2% liegt, heißt das, die meisten von uns zahlen nominal drauf, wenn das nächste Mal eine Bahnkarte gekauft wird, die etwa 2,9% teurer geworden ist.
Und was uns da alles vorgesetzt wird, die Bahnpreise steigen um x%, weil sie vermutlich ausgewürfelt wurden. Wo ist denn der Zusammenhang zwischen Bedarf und Notwendigkeit? In der Bundesrepublik gibt es an Netto-Privatvermögen ca. 8 Billionen Euro. Das reichste Zehntel unserer Bevölkerung besitzt davon 63% oder 5 Billionen Euro. Und im Vergleich dazu, damit man einfach mal die Größenordnung sieht, die Staatsverschuldung der BRD beträgt etwa 2 Billionen Euro. Also wie gesagt, die wenigen Menschen besitzen mehr als das Doppelte an Vermögen. Und nun lässt sich natürlich auch erklären, dass diese Nomenklatura, welche den Reichtum privatisiert und zusammengerafft hat, auch meint, sagen zu können, wie die Gesellschaft zu funktionieren habe, wo Demonstrationen stattzufinden haben, was die Kaufluft der Menschen angeblich einschränkt. Nämlich die standhaften Protestierenden der Montagsdemo, die sich Woche für Woche nicht damit abspeisen lassen, was angeblich gut für uns ist und was nicht. Dieses sich einmischen in demokratische Prozesse, auch wenn es manchen nicht gefällt, und auch wenn manche in diesem Montagsstau stecken bleiben, ist wichtig. Und nun wählt also Ordnungsbürgermeister Scheiber ab und sagt, also Meinungsäußerungen in Tateinheit mit Verkehrsbehinderung liegt nicht ganz so viel wie die hingeworfene Aussage der Stuttgarter Einzelhändlerinitiative, der Umsatz geht sonntags zurück. Keine Zahl, kein Beleg, wo man dies nachvollziehen könnte. Und selbst wenn es so wäre, als Verantwortliche der ersten Reihe der Stadt Stuttgart wäre ich stolz darauf, dass sich Stuttgart jede Woche ein wachsames Publikum leistet, wo sich nicht ungefragt alles vorsetzen lässt. Und jetzt zum Einzelhandel, denn hier schließt sich nämlich die Klammer. Hier werden Beschäftigte auf Teufel komm raus ausgepresst. Im März hat der Arbeitgeberverband Einzelhandel den Tarif und den Mantel-Tarifvertrag gekündigt, weil er nicht mehr zeitgemäß sei und so Hemmnisse wie zum Beispiel Abend- und Nachtzuschläge habe. Seit dem 1. Mai dieses Jahres gab es in Stuttgart über 80 Streiktage des Einzelhandels. Das war meistens Nadelstichtaktik, weil man kann da nicht mehr einfach rausmarschieren, sonst werden halt andere Leute eben als Streikbrecher eingesetzt. So, letzte Woche sind die Unternehmer eingeknickt und haben der Wiedereinsetzung des Manteltarifwerts und einer Lohnerhöhung von 5,1% zugestimmt. Aus purer Angst, das Weihnachtsgeschäft wird nachhaltig gestört. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wo Bahnhof drin ist, steht Wirtschaft drauf. Es ist mittlerweile immer das gleiche Spiel. Es geht nicht mehr um Bedürfnisse, es geht nicht mehr was Sinnhaftes, es geht nur noch darum, schamlos das Maximum an Rendite herauszupressen. Das ist beim S21-Projekt so, es ist bei Krankenhäusern so, um mal dieses Beispiel auch noch zu nennen. Im Gesundheitswesen wird kein müder Euro mehr ausgegeben, obwohl es einen Investitionsstau von über 6 Milliarden Euro gibt in den Krankenhäusern. Und obwohl die Beschäftigten dort auf dem Krankenhaus stehen. Und es gibt keine gesetzlich vorgeschriebenen Personalmindestzahlen. In den Kassen wird die Möglichkeit eingeräumt, über Zu- und Abschläge und selektive Verträge mit einzelnen Krankenhäusern sich diese Lochstelle, den Dublin-Wettbewerb zu treiben. Und es geht noch weiter. Es ist nämlich weltweit mittlerweile so. Am 16. Dezember, das ist ein Tag, nachdem die Fahrpreise erhöht werden, beginnt die dritte Verhandlungsrunde für ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und den EU. Dort sorgt der weltweite Ausverkauf von Arbeitnehmerrechten und Sozialstandards beginnen. Dann könnte beispielsweise sich ein amerikanischer Investor mit Millionenforderungen bei der Bundesregierung einklagen, wenn er aus seinem frisch eingekauften Krankenhaus nicht die nötige Rendite bekommt, weil ihm zum Beispiel die deutschen Löhne zu hoch sind oder es einen Mindestlohn gibt.
So, das war ein Rundumschlag vom Stuttgarter Hauptbahnhof zum Welthandelsabkommen mit einer Ansage. Es hängt alles zusammen. Bleibt wachsam und oben bleiben!